Hallo und willkommen zurück zu Torrens Passage. Und wir müssen an diese Säge kommen. Oh, der Typ ist jetzt weg. Das ist schön. Und da steht die Säge. Die will ich haben. Die will ich haben. Wollen Don't touch the Säge. Nämlich diesen Spazierstock durchsägen kann. Damit er zu einem Zauberstab wird. Juhu. Marlene, geht's dir gut? Nein, ich bin schweinemüde. Und ihr seid albern. Das muss an der Säge sein. Muss ich jetzt liegen. Doof sein? Ja, alles klar. Halt, stopp. Zurück. Hier hin. Da. Das ist wie im echten Leben. Die Männer tun nicht, was wir sagen. Nein, das stimmt. Du hast völlig recht. So, jetzt bleibt er stehen. Ich will dem nämlich den Zauberstab geben. So, gucke mal. Tippi, ich habe deinen Zauberstab gefunden. Juhu. Ja. Oh, danke. Danke, Tore. Nee, das ist nicht mein Zauberstab. Den kannst du behalten. Hä? Echt? Ich dachte, du brauchst einen Zauberstab. Aber ich darf dich erinnern, ich bin blind, nicht dumm und ich habe verschiedene Stimmen. Also, ist der Unterschied? Sag, bist du nun ein Magier oder was? Du hast ja recht. Danke, Torin. Und worauf wartest du? Leg das tolle Seidentuch über mich und lass uns anfangen. Es gibt ein anderes Problem. Was denn jetzt? Ich hab kein Seidentuch. Oh, ein Zauberer ohne Seidentuch. Torin, mach mal was. Torin? Ja, schon gut. Wir haben ja hier ein Seidentuch schon gebastelt. Bitteschön. Ich habe dieses hübsche Seidentuch als Geschenk für dich gemacht, Zippilein. Ach, wie schön. Ja. Immer toll, wenn man in Adventures einen Bimbo findet, der alles macht, was man möchte. Der Held ist immer der Bimbo, genau. Genau, es fühlt sich wunderbar seidig an. So glatt. Ich weiß nur nicht, was ich damit tun soll. Ich hätte mir gedacht, Sie könnten das Kaninchen damit bedecken, oder? Ja, das können wir machen. Und worauf wartest du? Zeig uns einen Trick. Ja, Zippi, es ist Showtime. Bedeck mich mit dem Seidentuch. Nenn mich nicht immer Zippi, das klingt wie Pipi. Okay, fangen wir an. Torrent, du bist schuld. Du warst so nett zu mir. Hättest du gern dieses Buch hier gehabt, ne? Ja, klar. Ich mehr sehr viel. Okay, danke schön. So, kannst du haben. Okay, danke schön und viel Glück mit deinem Auftritt. So. Ja, in Wirklichkeit war es nur das Telefonbuch. So, schau her. Habt ihr das gesehen, was da rauskam? Wow, wie unheimlich. Ja, das war Rotze. Na, das war irgendein Ungeheuer. So. Ein Rotzgeheuer war das. Magie für dumme Ausgabe mit extra großen Buchstaben. So, wir brauchen noch etwas hier. Und zwar aber ich muss ihn wieder zurückgeben, da heißt ein Schulbuch. Nein, sie brauchen die Kreide. Ich brauche aber die Kreide auch. Die brauche ich ganz unbedingt. Hier ist nichts mehr, was wir holen können. Dann laufen wir noch einmal rum. Always look at the bright side of life. Das hier, so. Und jetzt sind sie, glaube ich, weg. So, jetzt ich denke, jedes Mal nimmt sein Schreibtischstuhl, wäre sein Schwanz hinten. Ja, so. Ich meine, das ist jetzt nicht versaut. Nein, ist schon in Ordnung. Wir müssen jetzt diesen Bogen, den wir ganz am Anfang hier drin geklaut haben, mit der Kreide einreiben. Und dann sollten wir, glaube ich, bereit sein für unseren... Ja, da ist schon Herr Torin, bitte auftritt. Da mache ich aber mal geschwinde eben die Sprachausgabe Test. Wieder lauter, weil Test. Torin so geil Song. Singt. So. Der kann singen? Nein! Kann er eigentlich nicht, aber er versucht es und das will ich schon anhaben. So, also auf die Bühne, Torin! Und dann schweigen wir mal, während er singt. Viel Spaß mit Torrens Passage. Mit Torrens schrecklichem Gesang. Also sing los, Junge. And now, a medley of my favorite songs from the lands above. Where the peat moss grows.
moons in the light of three full moons, and those crystal mountains summon my heart home. Yes, the lands above are the place I'll always love, no matter through how many worlds I roam. Also es war ganz abscheulich. That's genug. Ah, Mensch, jetzt kriege ich diese Sprachausgabe nicht mehr leiser. Scheiße. Aber da macht was, dass sie haben ja Tränen in den Augen. Sind sie auch aus der Oberwelt? No, I'm a musician. Nein, ich bin Musiker. No, jetzt komm mit, bist du verhaftet. What for? Warum? Wegen Lärmbelästigung. Für einen Musiker ausgegeben. Oh, und weggesagt. Nein, ich habe kein Geld ausgegeben, um Musiker zu sein. Oh Gott, jetzt ist natürlich die Sprachausgabe noch so laut. Da rede ich einfach rüber. Torrent aus dem Oberland, du hast die Bewährung verletzt, die ich dir auferlegt habe. Daher habe ich keine andere Wahl, als dich zu verurteilen, sofort aus der Welt Tenebrous verwandt zu werden, in die Nulllehre mit ihm. Ja! Nicht in die Nulllehre, na? Lass uns meinen Arsch. Da stelle ich da drüben hin. Und Bash. Hey! Good riddance, plant crusher. Schade. Pflanzenmörder. Und das ich glaube, der hält sich für Simon the Sorcerer. Ich weiß es nicht. So, wieso schwebe ich hier mitten in der Luft? Ja, das ist eine gute Frage. Weil du nicht fällst. Im genauen Mittelpunkt des Planeten wirkt die Schwerkraft in alle Richtungen gleich. Und deshalb kann ich nicht schweben. Aber es gibt nichts, woran ich mich festhalten könnte. Wie könnte ich mich denn bewegen? Das interessiert uns momentan mal gar nicht. Ich muss jetzt wieder auf Bastel gehen und muss mal reinhören. Sekunde mal. Hat's geklappt? Nee, noch nicht. Ich bin nicht sicher, ob das richtig ist. Ich hab nichts gehört. Na, die könnt ihr auch nicht hören. Slumi! Wollt nur wissen, ob du noch da bist. Komm her, du. Komm. Was muss denn da machen? Hören? Ah, jetzt. Jetzt hab ich's richtig. Ich muss den Satz so bauen, dass ich sag, come here, Dreep. Also dieses komische Monster. Mhm. Und wenn ich das geschafft habe... Achso, ich wollte gar nicht Pause. Okay, so. Dann kann ich das hier in diese Nulllehre schmeißen. Und wie wir weiterkommen, ihr Lieben, das seht ihr in der nächsten und vermutlich sogar schon letzten Was? Folge. Wir nähern uns dem Ende. Das heißt, nee, wir machen jetzt noch Folgendes. Wir werden uns noch dahin bewegen. Hallo? Was ist denn jetzt ab? Jetzt ist er eingepennt, der Torrent. Nee, ich muss mal runterscrollen, weil wir müssen nämlich... Hier müssen wir hin. Da kommt gleich Brink raus. Und ich mach mal gerade, weil die jetzt immer labert, come here, Dreep. Ich muss das mal etwas leiser stellen, so. Das ist besser, so. Und jetzt müssen wir nämlich, das machen wir noch in dieser Folge, dass wir nur so nah wie möglich da rankommen mit unserem Dudelsack. Weil guck mal, ist das nicht toll? Ui! Das ist ja mal eine echt coole Verwendung für Dudelsack. Klasse, oder? Albern.
Dudelsack mobil. Bestellen Sie jetzt. Sie können damit auch an die Decke gehen. Genau, und da sind wir schon. Oder eine Musik zum an die Decke gehen. Ja, also, das ist schön. Da sind wir schon. Und dann gucken wir, wie es weitergeht in der... Mit dem Dudelsack, wie es mit dem Dudelsack weitergeht. Dudelsack, genau. Bis dann, bleib dran. Wurde auch schon Kacke. Stimmt, das haben wir ja auch noch dabei. Adiamos.